Tanja probiert heute das Seehaus-Restaurant im Europapark. Heute ist unser letzter Tag im Europapark, Leute, und wir testen jetzt das Seehaus-Restaurant. Ihr habt es bestimmt in einem anderen Video schon mal gesehen. Wir waren hier schon mal für Kuchen und eine Trinkschokolade hier oder Eiskaffee, irgendwas sowas war das. Aber jetzt wollen wir auch mal was Deftiges hier essen. Ich zeige euch mal die Karte. Komm, dreh dich. Kalte Speisen, Wurstsalat 29, Gartensalat 5,20, Seehaussalat 9,80. Es gibt Frikadellen vom Schwein, Schweineschnitzel, Fiaker Gulasch mit Spätzle, Cordon Bleu vom Schwein, norwegisches Lachsfilet, halbes Brathändel, Spießbraten, Käsespätzle, Kartoffelknödel und natürlich auch Extras für Kinder. Wir schauen jetzt einfach mal vorbei. Die warten hier schon auf uns. Vivi und Kevin sind auch dabei. Also let's go. Ich glaube, österreichisches Essen ist nicht so ganz so unterschiedlich zu deutschem Essen. Hier seht ihr, beim letzten Mal war hier Live-Musik hier drin. Es ist halt richtig so urig schön gehalten. Ich zeige es euch aber gleich nochmal etwas genauer. Auch hier ist es wieder so etwas kantinenmäßig aufgebaut. Wir fangen aber an mit den gekühlten Sachen wie Nachspeisen, Desserts, Salate. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich haben möchte. Es gibt auch Spargelcremesuppe. Das sieht alles so lecker aus. Mal schauen. Ich muss mal überlegen. Für mich gab es jetzt einen Schnitzel mit Spätzle und Rahmsoße und mit diesem Ausblick würde ich sagen, ist das schon ganz nice. Hier wird schon heftig und fleißig gegessen, aber schaut euch mal an, wie groß die Käsespätzle-Portion ist. Also die ist preis-leistungsmäßig echt top. Ich habe gerade schon die Pommes probiert, die sind sehr lecker. Also die Pommes schmecken gut. Das hier ist halt Convenience. Fertig. Was? Convenience. Aber dafür nicht schlecht. Was denn? Wie sind die Käsespätzle? Das ist okay. Okay. Gleich, aber so wie die in der Schweiz. Ja, ja. Genau, ich würde jetzt auch sagen, okay. Das ist kein besonderes Restaurant. Ja. Kein kulinarisches Highlight. Das Essen hier ist nicht schlecht. Also. Ja, es gibt natürlich Highlights hier und es gibt natürlich Sachen, die sind eher okay. Das hier würde ich jetzt als okay abstempeln. Ja. Also Leute, ihr könnt ja hier draußen sitzen auf der Terrasse. Dort hinten gibt es noch einen Balkonbereich und natürlich könnt ihr auch drinnen sitzen. Hallo. Hallo. So, das zeige ich euch jetzt etwas genauer. Also, ich weiß nicht, hier riecht es auch so irgendwie. So, wie es halt in so einem urischen, wie nennt man das? Landhausrestaurant riecht. Hier ist nochmal so ein wie Wintergarten, aber der ist zu, da kann man nicht sitzen gerade, aber wir können hier reinschauen. Also wie ihr seht, ist hier wenig los. Oder im Vergleich wenig los. Ich drehe schon mal um. Ich muss aber auch gestehen, die Kuchen, also die süßen Sachen, die wir beim letzten Mal hatten, die waren super. Kann ich echt nicht meckern. Das heute war auch in Ordnung, aber es ist jetzt eines der Restaurants, wo ich sage, ich habe es jetzt einmal gemacht.
ich muss hier nicht mehr hin. Wenn mal, wenn ich mit jemandem hier bin, der unbedingt hierher will, dann gerne. Aber von mir aus müsste ich jetzt nicht nochmal hierher kommen. Ich drehe euch jetzt nochmal. Könnt sehen. Es ist wirklich ganz süß auf jeden Fall gestaltet. Das ist natürlich, finde ich, immer gut. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Bereich. Ich weiß gar nicht, kann man hier raus? Nee, ist auch zu. Hier ist die Tür auch zu, aber da könnte man gegebenenfalls auch sitzen. Und hier ist nochmal so eine Balkonebene. Also es ist okay, ne? Es ist wirklich okay, aber Rudis Stammtisch. Das wird Rudi sein. Also Leute, mein Fazit zum Restaurant hier ist wirklich schön gestaltet. Essen okay. Insgesamt eine solide Leistung. Aber wie gesagt, ich müsste jetzt für ein deftiges Essen hier nicht mehr herkommen. Da bietet der Park definitiv bessere Optionen an. Das muss man leider so sagen. Aber man sitzt hier wirklich wundervoll auf der Terrasse. Das mag ich sehr, wenn man dann den Ausblick hier auf die Fahrt hat. Josefinas Zauberreich. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Ja, ansonsten würde ich das Video jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und vielleicht erzählt ihr mir in den Kommentaren mal, wo ihr am liebsten im Europapark essen geht. Was sollte ich unbedingt mal testen beim nächsten Mal, wenn wir hier sind? Ja, und damit bis bald!